Hallo und herzliche Ostergrüße. Geben Sie mir 30 Sekunden Ihrer Zeit. Ich würde Ihnen gerne einen kleinen Hinweis geben. Gerade in der heutigen Zeit haben die sogenannten Screenager, das sind die Kinder und Jugendlichen, die echt viel vom Bildschirm hängen, was ja normal ist, das Problem, dass sie rein neuronal gesehen ihre Tagesgeschehnisse und ihre Probleme nicht mehr so gut verarbeiten können, wie wir das früher vielleicht konnten. Das hat zur Folge, dass wenn sie über bestimmte Themen nachdenken oder in bestimmten Fächern Schwierigkeiten haben, dass sie viel schneller emotional eingeholt werden. Diese emotionale Welle wird dann auch wiederum nicht verarbeitet, sodass die Kinder sehr häufig in die Problematik rutschen, dass sie vielleicht einen Burnout bekommen, dass es ihnen wirklich nicht gut geht und dass sie mit ihrer Belastung da einfach relativ alleine stehen. Und wissen Sie, was das Problem ist? Zureden hilft nichts. Deswegen haben wir im Coaching und möchten wir Ihnen als Eltern auch nahelegen, eine Methode zu können und zu lernen, in der Sie innerhalb von 20, 30 Minuten maximal, vielleicht auch mal in 5 oder in 10 Minuten, Probleme, Themen, Emotionen ganz klar neuronal verarbeiten können, dass Ihr Kind hinterher wieder guter Dinge, einen klaren Gedanken fassen kann und wieder ganz anders, mit ganz anderer Energie in den Tag geht. Diese Methode lernen Sie unter anderem bei uns bei der IPE Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung. Die ist für Coaches genial, die ist für Sie als Elternteil genial. Gerade, sie stammt aus dem EMDR, das ist das Winken. Das haben Sie bestimmt an vielen Stellen schon mal gesehen, wenn Sie sich mit dem Thema Coaching auseinandersetzen. Wir haben es weiterentwickelt, das heißt, Sie müssen sich nicht hinsetzen mit Ihrem Kind winken. Sie haben so ein tiefes Verständnis für die Methode, dass Sie es zum Beispiel in Spaziergänge, in andere Abläufe, in andere Situationen integrieren können. Und Sie werden sehen, das Lachen Ihrer Kinder wird ein völlig befreiteres sein. Das Kind geht ganz anders mit seinen Situationen um. Und ich glaube, wenn Reden nicht mehr hilft, sollte ich als Elternteil vielleicht auch mal eine gute Methode haben, wie ich mein Kind unterstützen kann, wenn es das will. Lernen Sie bei uns diese und noch viele weitere Methoden für Ihr Kind. Es geht um die Zukunft Ihres Kindes. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Ostersonntag, eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.